Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PyQt. So, das ist vermutlich das vorerst letzte Video in der Reihe hier. Danach geht's weiter mit irgendwelchen anderen coolen, nützlichen Modulen in Python und so wie ihr es euch gewünscht habt übrigens. Und ja, ihr seid schon relativ weit und ich glaube, man kann auch schon... Ja, ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall mehr als die Basics und mit dem Qt Designer könnt ihr sowieso fast alles dann schon machen. Alles klar, das heißt, wir machen jetzt noch ein einfaches Drag-and-Drop, damit ihr das auch wisst, wie es funktioniert und dann überlasse ich euch selbst. Wenn ihr Fragen habt, natürlich immer in die Kommentare, da mache ich vielleicht noch ein Video dazu, aber bis dorthin machen wir dieses Drag-and-Drop und das war's dann. Gut, also wir wollen zunächst einmal einen Push-Button haben, auf den man ziehen kann. Dazu müssen wir von diesem Push-Button erben. Das machen wir, indem wir sagen, Class Button oder auch nicht Button, ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Erb von QPushButton und der wird erstmal seinen Konstruktor kriegen, DevInit Self, aber Achtung, wir haben nicht Target, Title und Parent. Und zwar haben wir bei einem Button immer angegeben den Namen, also was da später draufsteht, und das Teil, auf das sich bezogen hat, also unser Fenster sozusagen. Genau, und das müssen wir auch weiterhin übergeben, indem wir den Super-Konstruktor aufrufen. Super. Also den Parent-Constructor oder Konstruktor. Und zwar über Title und Parent. Also wir müssen beides mitliefern sozusagen. Und was wir auch noch machen wollen, wir sagen self. Ups. Punkt set accept drops true. Ihr könnt es auch mit einem Label, ihr könnt es auch mit einem Label machen oder sowas. Aber ihr müsst auf jeden Fall das hier drin stehen haben, sonst wird es gar nichts werden. Genau. Und dann sagen wir hier dev drag, ups, drag enter event. Und ich fasse das hier hinten mal zusammen als E für den Event, E-Event und so. Genau. Okay, und jetzt haben wir hier if, ups, keine Klammern, tut mir leid, e.mimedata.hasFormat. Also wenn die Daten, die da reinkommen über den Drag-and-Drop, vom Format sind, dass es einfach nur Text ist, dann akzeptieren wir. Es gibt auch noch die Möglichkeiten, dass es HTML ist, also HTML, oder dass es URI-List ist, quasi eine Linkliste, oder dass es ein Image ist. Oder, genau, das müsste eigentlich sein soweit. Genau, aber wir wollen Plain Text haben. Wenn das der Fall ist, dann akzeptieren wir doch schon E, keine Sorge, E.accept, so, E.accept und ansonsten else, ich kann nicht mehr tippen, E.ignore, okay, so, und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwas anstellen, wenn tatsächlich irgendwelche Daten kommen, das heißt, wir wollen dieses Event auch abfangen. Also def drop event über self, e und dann sagen wir self.setText e.mimedata.text. So, das heißt, wir setzen den Text von unserem Button auf den Text, den wir reingezogen haben. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwelche Sachen in unserem Main-Fenster, das ist das hier unten, die wir ziehen können. Das heißt, wir wollen ein Text-Edit haben. Edit gleich QLineEdit. Und hier schreiben wir schon mal rein, da müssen wir nachher nicht mehr tippen. Drop me hard. Okay. So, und dann sagen wir, okay, wir beziehen das auf uns, auf das Fenster. Und jetzt kommt das Wichtigste, edit.set Drag enabled, true. Das heißt, wir wollen, dass der Text gezogen werden kann. Okay. Edit.move müssen wir auch noch machen. 100 vielleicht, damit wir was sehen können. Und dann brauchen wir noch so einen Button hier oben. Hier oben haben wir nur die Klasse geschrieben. Button gleich Button. Und hier schreiben wir drauf, drop it on me. Und wir beziehen wieder auf self. So, und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann passiert Folgendes. Wir kriegen einen Fehler.
weil ich mal wieder einen Doppelpunkt vergessen habe. Aber wenn wir es jetzt laufen lassen, kriegen wir keinen Fehler mehr. Und hier oben sehen wir den Button, da steht Drop it on me drauf und hier steht Drop me hard. Jetzt markieren wir den Text einfach, ziehen den hier rüber und lassen ihn fallen und verändern den Text hier. So, ziemlich geil. Was wir auch machen können. Achso, jetzt habe ich die Dings schon wieder beendet. Wir nehmen einfach von irgendwo anders her den Text und dann gehen wir auf unsere GUI und ziehen den hier rein. Ja? Das heißt, ihr könnt von überall her den Text holen. Das ist einfach wirklich ein Drag and Drop von überall her. Ihr müsst nicht irgendwie von hier nach da ziehen, sondern ihr könnt auch von einer ganz anderen App könnt ihr das reinziehen. Und deswegen ist auch dieses Image hier relativ praktisch, weil ihr dann irgendwelche Bilder reinziehen könnt per Drag and Drop und alles Mögliche. Und ja, ziemlich geil. Genau. So funktioniert Drag and Drop. Gut, dann war's das für heute auch schon wieder. Ziemlich kurzes Video mal zur Abwechslung. Die restlichen Videos waren ja alle relativ lang hier. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.